Hallo, liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Hunger! Hallo, Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Hallo, liebe Zuschauer, heute stelle ich euch quasi eine weitere Essen-Neuheit vor, nämlich es ist eigentlich schon das fertige Spiel, ist allerdings noch im Prototypen-Status, das heißt, das eine oder andere wird sich ändern. Allerdings bekommt ihr hier an dieser Stelle in dem Video schon das fertige Spiel quasi präsentiert, also fertig in Form der Abläufe und in Form des Gameplays, weil wir sitzen hier zu viert am Tisch, nicht nur der Elias, sondern die Mama und die Alina, die sitzen auf der anderen Seite, wir spielen das Ganze mal zu dritt. Ist das auch ganz schön, da ist die Alina, hallo Alina. So, das Spiel ist vom Autor Günther Burkhardt und Lena, das kennen wir doch irgendwoher, Funkelschatz, Kinderspiel des Jahres 2018, und da hat er gleich eine weitere Neuheit aus dem Hause Haber, und das Spiel wird so im Herbst veröffentlicht, also Oktober 2018 etwa, also je nachdem, wann ihr das Spiel bzw. das Video anschaut, könnt ihr euch es vormerken bzw. ihr bekommt es schon zu kaufen. Hier sehen wir schon den Spielplan. Wir spielen zu dritt. Ihr könnt allerdings auch bis zu 5 Spieler absolvieren. Auch zu zweit funktioniert super. Das heißt, hier sieht man die Siegpunktleiste und hier sieht man, wann das Spiel fertig ist, abhängig von der Spieleranzahl. Da wir hier zu dritt spielen, endet das Spiel mit 35 Punkten. Und wenn ihr unser Spieleblock-Logo kennt, dann wisst ihr ja, die Silke spielt gelb. Die Alina spielt dieses Mal mit der Silke. Der Elias spielt blau. Wie immer. Wie immer. Blau, dunkelblau und hellblau gibt's nicht. Ist auch nicht so schlimm. Es entspricht ja unserem... Dunkelblau gibt's. Ja, deswegen spielst du auf jeden Fall blau und der Papa spielt rot. Und deswegen hat der Papa so ein Tableau. Und hier ist das alles angegeben, was ich als Ressourcen bekomme. Und da unten ist das Tier abgebildet. Genau, da unten ist... Genau. Und in der Mitte sitzt der Hunger. Und der Hunger hat Hunger. Gleichzeitig wollen wir aber möglichst viele Punkte hier drumherum verdienen, verschiedene Aktionen ausführen. Aber gleichzeitig ist hier der Hunger in der Mitte und der hat auch Hunger. Und je nachdem, wenn wir ihn auswählen bzw. nicht auswählen, dann kommt er zu uns und frisst quasi vom Tableau oben beginnend immer eine Ressource weg. Und da muss man den Hunger erst einmal wieder losbekommen oder ein anderer Spieler bekommt ihn je nach Aktion, der er ausführt. So, das Ganze, wie gesagt, wird basierend auf diesen Aktionsfeldern. Und bevor wir gleich anfangen, noch eine ganz kurze Info zum Aktionsmechanismus, dann ist es klar. Jeder hat am Anfang so eine Scheibe vor sich und die setzt er auf eine dieser vier Felder oder platziert es auf ein bereits platziertes Feld. Und je nachdem, wo ich hier das Tableau platziere, führe ich eine dieser Aktionen aus oder eben halt nicht. Und hier sind verschiedene Hände abgebildet und die sagen auch aus, dass ich die Aktion 1, 2 oder mehrfach, je nach oder Hand, 3 oder 4 ausführen kann. Es gibt noch besondere Karten. Okay, jetzt bist du schon in der Besonderheit. An der sind noch 4 Hände. Bei solchen Karten sind 5 Hände. Die kann man sich nur verdienen. Und das werdet ihr sehen mit diesem Aktionsfeld. Das wird ja hier auch bestimmt bald sehen. Genau. So, das war ein grob Überblick. Das heißt, sonst geht das Video ja viel zu lange. Ich würde einfach sagen, wir steigen ein. Und während der Gameplay-Sequenz, zumindest in den Anfangssequenzen, werde ich ein bisschen was dazu sagen. Der Elias hat den Startspielerstein in dem Fall. Jeder hat quasi schon so ein Tableau gezogen. Das haben wir jetzt einfach gemacht. Und dann würde ich sagen, der Elias beginnt und der Elias platziert es dahin. So, Elias, jetzt sag mal ganz kurz, was du machst. Also der Hunger... Der kriegt was von dir, das heißt, er kommt auf jeden Fall nicht zu ihm hier rüber gewackelt, sondern er bleibt auf jeden Fall stehen. Und jetzt kann er Mammuts einsetzen. Kann ich. Genau. Und in dem Fall muss er das bezahlen. Ihr seht hier die Ressourcen, die angegeben sind. Und hier. Was bringt ihm das? Er kriegt jetzt zumindest hier diesen Spielstein, diesen Zahn. Und was darfst du jetzt machen? Mit den Karten 10, das sind 5. Er kriegt jetzt bessere Karten, weil er hier alleine steht. Das heißt, hier kann man ihm die Mehrheit streitig machen. Deswegen bleibt er jetzt mal hier. Du kannst die Karte kurz mal in die Kamera zeigen. Ich schaue auch weg, Elias. Und dann sehen die Zuschauer, dass die Karte auf jeden Fall besser ist als die,
die ich jetzt hier in dem Fall in der Hand halte. So, dann bin ich dran. So, und dann mache ich eins. Naja, ich will ja nicht gleich zu Honga. Ich gehe jetzt hier hin. Das mache ich jetzt einfach mal, dass ihr das seht. Das heißt, ich habe auf jeden Fall was gegeben. Und wir haben hier ein neues Tableau. Das heißt, hier, weil hier zwei Hände sind, rutsche ich zwei Felder hoch. Und damit kann ich auch das Feld gleich erklären. Sobald ein Spieler 5 erreicht hat und die anderen je nachdem noch auf anderen Positionen stehen, werden die Punkte sofort vergeben an alle Spieler hier auf dem Tableau und alle Urmenschen heißen die, glaube ich, die kommen dann wieder zurück auf die Position. Das war, wie gesagt, mein Zug. Wo ziehe ich jetzt von welchem Stapel? Darf ich von dem ziehen? Nein, ich bekomme hier den normalen Stapel, weil ich habe ja hier dieses Feld nicht bedient. Damit ist die Silke dran, beziehungsweise die Alina. Alina will natürlich mitspielen, wobei das Spiel angegeben ab 8 Jahre auf jeden Fall passt von der Altersangabe. Genau, sie wollen dem Honga wieder was geben. Ich glaube, das muss ich euch nachher mal zeigen, wie das passiert mit dem Honga, weil man füttert ihn natürlich immer. So, was bekommen sie jetzt hier? 3 Pilze. Das heißt, sie tragen das auf ihrem Tableau hier an dieser Stelle ab und ziehen ein neues Plättchen. Ist gar nicht so schwer, aber es nimmt rasant an Fahrt im Verlauf der Partie. Sehr gut, Elias. Erklärst gleich das Nächste. Das Wasser ist dann, wenn man 2 mindestens hat, eine beliebige Ressource. Genau, das seht ihr hier. Boah, du bist ja schon hier richtig fit hier mit deinen 6 Jahren. Okay, so, das heißt, ihr seht hier, 2 Wasser könnt ihr umtauschen auf diesem Feld und hier bekommt man Wasser. So, Elias, du ziehst wieder von dem Stapel oder vom Superstapel? Ja, von dem Stapel natürlich. So, jetzt muss ich natürlich schauen, was ich mache. Hier gibt es Fische. Hier gibt es übrigens die Möglichkeit, wenn ihr das anwählt, könnt ihr Sachen abgeben und dafür bekommt ihr Punkte. Eigentlich ist das Spiel soweit erklärt. Hier gibt es noch Bonusplättchen. Das macht die Silke. Ah, ich will euch was anderes erklären. Naja, was mache ich dann? Ich wollte euch ja noch was demonstrieren. Dann mache ich das, wenn die Mama das zeigen will. Es soll ja eigentlich nur veranschaulicht werden. So, den Honga auf jeden Fall. Der bekommt jetzt wieder was von mir und ich bekomme jetzt 3 Fische. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf dem Tableau voran. So, und dann lasse ich das einfach mal, weil die Silke bzw. die Plättchen ziehen, danke, die steuert das mal an. Und dann habt ihr eigentlich schon alles gesehen. Ja, die Mama will den Honga auf jeden Fall füttern. So, jetzt der Honga wird gefüttert und jetzt bekommt die Silke 3 Bonuskarten. Für jede Hand eine. Genau, für jede Hand eine. Und die Bonuskarten, die zeige ich ganz kurz mal. Ja, ich zeige es am besten mal in die Kamera, weil die Silke und die Alina dürfen sie nicht sehen. Erst zu Beginn der Runde. Und hier sind verschiedene Aktionen angegeben, was sie nutzen können in ihrem Zug. Aber wenn sie dann das nächste Mal dran sind, die Karten können sie auf die Hand nehmen, können sie auch vor sich ablegen. Sie können in ihrem nächsten Zug bis zu 2 Bonuskarten in ihrem Aktionszug ausspielen. So, der Elias will gleich spielen. Ich weiß, du willst gleich spielen. So, du kannst Honka auch mal nicht füttern. Macht der Papa. Aha. Und die Bonuskarten sind sehr beliebt. Übrigens, die Bonuskarten sind in der Anleitung separat erklärt. Wenn man das erste Mal spielt, dann blättert man ein bisschen nach. Die stehen erklärt, sodass man da klarkommt. Weil sonst braucht ihr nichts mehr in der Anleitung nachlesen. So, du hast schon deinen Zug. So, zuerst einmal kommt der Honga zu mir. Weil ich habe denen ja nichts gegeben. Das heißt, der Honga kommt quasi hier drauf. Und ich verliere jetzt einen Fisch und der bleibt jetzt auch bei mir. So, jetzt haben wir auch das Beispiel. Das heißt, die Silke und die Alina, die haben jetzt hier in dem Fall Mammuts sich geholt. Das heißt, sie haben jetzt die Mehrheit. Bei Gleichstand übrigens ist der letzte Mammut entscheidet. Das heißt, die Silke und Alina dürfen jetzt von dem tollen Stapel ziehen, wo sie natürlich bessere Karten bekommen. Und der Elias muss ab sofort, wenn er dann wieder dran ist, ab dem nächsten Zug wieder von dem normalen Stapel ziehen. Eine Karte hat er noch aus seinem vorhergehenden Zug, weil man zieht immer am Schluss eine Karte nach. Aber, ja, die machen das ihm natürlich streitig. Gleichzeitig wollen sie natürlich vielleicht rausgeschoben werden, um natürlich Mammuts auf ihr Tableau zu platzieren, um hier vielleicht attraktivere Karten wie diese hier abzugreifen. Oh nein, Elias, guck mal, die Mama ist auf 36 Punkte und eigentlich wollte ich auch noch meinen Zug machen, weil damit ich da auch noch hochkomme, aber wir sind gar nicht mehr im Zug. Das heißt, der Elias, sie ist noch gar nicht fertig, weil der Elias hat angefangen. 2, 3. Und jetzt hätte ich nicht gedacht, dass die Silke mit der Alina im letzten Zug noch 9 Punkte macht. Ich hätte es eigentlich sehen können aufgrund von den Mammuts. Aber das wollte ich auch machen. Aber die Mama hat gewonnen. Glückwunsch.
Super. So, und das war eine richtig schnelle Partie Honga. 30 Minuten etwa. Die Alina ist auch begeistert. Die will nämlich gleich ein neues Spiel wieder ausprobieren. Und abschließend gibt es natürlich von uns ein paar Infos. Das war Honga, eine Essen 2018 Neuheit. Je nachdem, wann ihr das Video schaut, ist das Spiel schon im Handel verfügbar. Wie gesagt, uns liegt quasi schon das fast fertige Werk vor. Wir konnten euch auf jeden Fall ein paar Infos geben. Wir haben es auch zu zweit gespielt, weil bei dem Spiel denkt man immer, umso mehr Spieler, umso mehr Spaß, umso mehr Interaktion, was natürlich schon was ausmacht im Spiel. Es funktioniert aber auch zu zweit sehr gut, was mich auch positiv überrascht hat. Das haben wir nämlich auch ein paar Mal gespielt, das funktioniert super. Altersangabe aber 8 Jahre passt. Wenn die Kinder etwas erfahren, sind spielerfahren, dann kriegen es schon 6-7-Jährige durchaus hin. Der Elias spielt natürlich auch sehr viel. Dem muss man nur die ein oder andere Bonuskarte am Anfang in den ersten Partien erklären. Jetzt kann er selbstständig spielen, kommt klar und hat natürlich seine eigene Taktik nach vorne zu kommen. Das Spiel bietet sehr viel taktische Möglichkeiten. Auch ich habe diesmal versucht, hier über den Berg voranzukommen. Dann kam die Silke mit den Punktekarten. Also es ist richtig spannend und ehrlich gesagt, nach der Partie hätte ich Lust, das gleich nochmal zu spielen, was ein gutes Zeichen ist. Am Anfang war der Spielstart bei mir etwas, ja, ein gutes Familienspiel. Mit jeder weiteren Partie finde ich das Spiel immer ein Tick besser, was eigentlich ein gutes Zeichen ist für ein Spiel. Normalerweise. Das Spiel war schon am besten. War schon am besten. Der Elias hat im ersten Spiel nur ein paar Hilfen gebraucht mit den Bonuskarten. Aber ansonsten kam er gut klar. Hat es dir gefallen, Elias? Der schaut schon die Bonuskarten hier wieder an. Also. Ey, Papa, guck mal, was ich mache. Ich spiele. Und die Alina, der gefällt es auch. Die Alina ist noch zu jung dafür. Aber ansonsten ein richtig gutes Spiel, ein richtig schönes taktisches Familienspiel. Es ist für mich ein typisches Familienspiel. Natürlich, mit vielen Spielern kann man das Ganze auch spielen, aber aus den Partien, die ich jetzt bisher die letzten Tage ständig, und wir haben es jetzt ständig gespielt, regelmäßig, nicht nur einmal am Tag, absolviert, kam es am besten an in Familienrunden, also mit Kindern am Tisch, abhängig vom Alter, abhängig von der Spielerfahrung. Ich glaube, das waren alle Infos. Vielleicht noch ein Hinweis zur Anleitung. Die Anleitung ist recht schnell verständlich. Wo wir ein bisschen Probleme gehabt haben, war bei dem Punkt 3a und 3b mit den Bonusaktionen, weil wir haben gedacht, die Bonusaktion spielt man erst im Anschluss. Aber unter Punkt 3 ist beides zu sehen. Das heißt, die Aktion in Zusammenhang mit dieser Bonusaktion. Gleichzeitig wussten wir am Anfang nicht, für was hier diese Symbole sind. Vielleicht gibt es da immer noch eine Erweiterung, einen Zusatz, wenn man so bestimmte Karten dann sammelt. Vielleicht gibt es da mehrere Karten. Ansonsten ist, wie gesagt, nur wichtig, was hier als Aktion angezeigt wird und wie viele Punkte es davon gibt. Ja, und der Elias ist begeistert. Dem macht's das Spiel. Ich habe schon die Karten gewonnen und die Karten. Ja, also Elias, macht Spaß. Du findest, wie findest du es, gut oder? Honga, okay. Ich glaube, das sagt alles aus. Ich finde es ein gutes Tendenz zu einem sehr guten Familienspiel. Es macht Spaß, bietet jetzt nicht die absolut innovativen Neuerungen an. Muss es auch nicht. Es ist schnell erklärt und ist ein richtig schönes, typisches Familienspiel. Da hat Haber ein richtig gutes Familienspiel an Start. Wie gesagt, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Uns hat es gefallen, vielleicht euch auch. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, wie euch das Spiel anspricht. So, der Elias zeigt nochmal die Karten. Ansonsten sage ich jetzt an dieser Stelle, wenn tschüss, euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder ein Abo. Über Abos würden wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss. Tschüss, mach's gut, bis bald. Bye, ciao. Bye. Ciao. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.